Diese Nacht ist die Nacht vom 10. Muharram. Es ist die zweite Nacht ohne Wasser. In Karbala ist es sehr heiß. Die Kinder können nicht schlafen. Wie könnten sie auch? Sie sind so durstig, so hungrig. Der Ruf Al-Atash, Al-Atash zerbricht das Herz Imam Husseins. Was kann Imam Hussein tun? Er ist geduldig. Was er tut es für Allah. Wie viel hat er schon gegeben? Reicht es nicht? Nein, es wird noch mehr kommen. Imam Husseins Geduld und Opfer werden weiter geprüft. Am Tage von Ashura opferte Imam Hussein alle seine treuen Gefährten, aber er blieb geduldig. Aun und Muhammad wurden getötet, Imam Hussein blieb geduldig. Qasims junger Körper wurde in Stücke getreten, Imam Hussein blieb geduldig. Abbas Arme wurden abgetrennt, Imam Hussein blieb geduldig. Wie viel kann Imam Hussein noch ertragen? Wie viel kann er noch opfern? O ihr Anhänger Husseins, um den Islam zu retten, opferte unser Imam Hussein das Kostbarste in seinem Leben. Seinen jungen Sohn Ali al-Akbar. Heute Abend, o ihr Anhänger Husseins, weinen wir mehr, werden wir mehr Matam machen. Sayyida Fatima weint mit uns. Mawla Ali wird bei uns sein. Imam al-Hassan betet mit uns. Imam Hussein und Bibi Zainab weinen mit uns. Heute Abend ist die Nacht des jungen Sohns von Imam Hussein. Die Nacht des Lebens von Imam Hussein. Des Lieblings von Bibi Zainab und Umm Layla. Des Bildes des heiligen Propheten. Heute Abend ist die Nacht von Ali al-Akbar. Ali al-Akbar, der ein beispielloses Vorbild für unsere Jugendlichen ist. Ali al-Akbar, der Sohn Imam Husseins und Laylas, deren Vater schon ein furchtloser Kämpfer war. Ali al-Akbar, die strahlende Sonne unter den Jugendlichen. Ali al-Akbar, dessen Intelligenz, Mut und Charakter, dessen Gestalt und Gesicht Imam Ali ähnelten. Ali al-Akbar, dessen Schritte und Stimme seinem Großvater, unserem geliebten Propheten Muhammad ähnelten. Denken wir zurück an die Tage vor der Schlacht. Ali al-Akbar ging zu seinem Vater, Imam Hussein. Dieser sprach zu ihm, mein Sohn Ali al-Akbar, ich hatte gestern Abend einen Traum. Ich sah eine Gruppe von Leuten, die auf einem Platz waren, wo der Tod auf sie wartete. Ich sah, wie einer nach dem anderen getötet wurde. Ali al-Akbar erwiderte, Vater, ich kenne diese Leute. Jene Leute sind wir. Aber erkläre mir, Vater, sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, mein Sohn Akbar, ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Dann sollten wir uns keine Sorgen machen. Vater, da wir auf dem richtigen Weg sind, sollten wir glücklich sterben. Wir sollten unsere Reise fortsetzen und unseren Tod mit einem Lächeln begrüßen. Imam Hussein antwortete, ich bin stolz auf dich, mein Sohn Akbar. Subhanallah. O ihr Anhänger Husseins, seht diesen Mut, diese Aufrichtigkeit, dieses Vertrauen auf Allah und diese Gottesfurcht. Dies alles in einem Jugendlichen von 18 Jahren. Was für ein Vorbild ist er für unsere Jugend? Und sehen wir seine Mutter, die edle Layla. Hören wir ihre Worte am Abend vor der Schlacht. Mein Sohn Ali Akbar, morgen ist der Tag der Schlacht. Mein Sohn Ali Akbar, denke daran, dass dein Leben nicht wichtiger ist als das Leben deines Vaters. Das Leben deines Vaters wird morgen in Gefahr sein. Mein Liebling, zögere nicht, dein Leben zu opfern, um das Leben deines Vaters zu retten. Subhanallah. Wie muss eine Mutter sich fühlen, wenn sie weiß, dass Azrael schon auf ihren Sohn wartet? Wie stark muss ihr Herz sein, wie aufrichtig ihr Glaube, wenn sie bereit ist, das Wertvollste in ihrem Leben, ihren jungen Sohn, zu opfern? O ihr Mütter, seht euch diese Mutter an, die für den Islam das größte Opfer brachte, das eine Mutter bringen kann. Und es kam der Tag von Ashura. Es war Zeit für das Morgengebet. Imam Hussein rief seinen Sohn Ali Akbar. Mein Sohn Ali Akbar,
Rezitiere du den Adhan. Ali Akbar, ich will die Stimme meines Großvaters hören. Ali Akbar, deine Stimme hört sich genauso an wie die Stimme deines Urgroßvaters, der heilige Prophet. Ali Akbars Adhan war durch die ganze Weite der Wüste von Karbala zu hören. Ali Akbars letzter Adhan war kein gewöhnlicher Adhan. Er war voll von Gefühl, voll von Aufrichtigkeit, Mut und Stärke. Imam Hussein begann zu weinen. Er erinnerte sich an seinen Großvater. Die Frauen in den Zelten begannen zu weinen. Sayyida Zainab brach in Tränen aus. Jeder verrichtete das Morgengebet. Und bald begann die Schlacht von Karbala. Imam Husseins Begleiter zogen einer nach dem anderen auf das Schlachtfeld. Einer nach dem anderen wurde Märtyrer. Aun und Muhammad gingen. Auch sie wurden Märtyrer. Qasim ging. Er wurde in Stücke gerissen. Ali Akbar und Abbas halfen Imam Hussein, die leblosen Körper zurück in die Zelte zu tragen. Sakina war durstig. Abu al-Fadl Abbas, der Alamdar, ging, um Wasser zu holen. Das Alam kehrte zurück, doch der Alamdar kehrte nicht zurück. Imam Hussein war nun allein mit Ali Akbar, voll von Leid. So viele Tote an einem Tag. So viele Opfer. Wie viel muss Imam Hussein noch ertragen? Wie viel kann er noch ertragen? Genug. Genug. Reicht es nicht? Nein, o ihr Anhänger Husseins, es wird noch mehr kommen. Das größte Opfer in der Geschichte von Karbala, es wird kommen. Ali Akbar, das Leben von Imam Hussein, der jugendliche Sohn von Imam Hussein, der Liebling von Imam Hussein. Ali Akbar kam zu seinem Vater und fragte: Vater, bekomme ich nun die Erlaubnis für den Dschihad? Allahu Akbar. Oh, ihr Anhänger Hussein, stellt euch diese Szene vor. Legt eure Hand auf euer Herz und denkt daran, was hier geschah. Ein jugendlicher Sohn kam zu seinem alten Vater und bat um Erlaubnis zu sterben. Wie kann ein Vater seinen jugendlichen, 18 Jahre alten Sohn erlauben zu sterben? Armer Imam Hussein, was sollte er jetzt tun? Wie konnte er nur seinem jungen Liebling erlauben zu sterben? Imam Hussein war hilflos. Doch sein Versprechen gegenüber Allah musste erfüllt werden. Er blickte auf die 30.000 Mann des feindlichen Heeres und dann auf seinen jungen, mutigen Sohn, der diese Armee allein bekämpfen wollte. Bei Allah, wie muss ein Vater sich in so einem Moment fühlen? Mein Sohn Ali Akbar, geh, du hast meine Erlaubnis. Aber Akbar, mein Liebling, geh zu deiner Mutter und frag sie um Erlaubnis. Geh und hol die Erlaubnis von deiner Tante Zainab, die dich großzog. Geh, mein Sohn, geh. Ali Akbar holte die Erlaubnis von seiner Mutter Leila. Dann ging Ali Akbar zu seiner Tante Zainab. Khaled Zainab, erkläre mir eine Sache. Wessen Leben ist wichtiger? Ali Akbars Leben oder das des Sohnes von Sayyida Fatima? Das Leben Husseins. Mein Sohn, Ali Akbar. Ich würde tausende Leben opfern, um das Leben von Sayyida Fatimas Sohn zu retten.